Ja, Imke, Jack, hallo. Jack, du hast eben deine erste Rede auf einer Landesdelegiertenkonferenz gehalten. Wie war's? Ja, war aufregend. Ich war ganz schön aufgeregt. Ging jetzt über das Thema mit dem Staatsvertrag mit den muslimischen Verbänden. Und ja, ich habe einige Bedingungen kritisiert, habe mich aber letztendlich dafür ausgesprochen. Also du hast deine Meinung durchgekriegt. Ja, kann man so sagen. Imke, du sitzt hier 2 Tage und hörst wirklich eine ganze Menge Reden, die nicht immer spannend sind. Warum tust du dir das an? Weil es Spaß macht und weil Politik super Spaß macht und spannend ist und interessant ist. Und es sind 2 Tage, also eigentlich fast schon viel zu wenig. Ja, man freut sich auf so eine LDK gerade in Gifhorn, dass man da seine Sachen einbringen kann und dass man da über gewisse Themen streiten kann und auch nette Menschen wieder trifft. Also insofern ist es eine total spannende Angelegenheit und sind auch mit vielen Menschen aus der Grünen Jugend da. Also von daher macht es dann noch mehr Spaß. Ja. Und dein Top-Thema diesmal, was bewegt dich am meisten? Mich bewegt am meisten an sich mein eigener Antrag sozusagen. Ja. Ich werde nachher noch den Antrag einbringen, dass wir versuchen wollen, keine Pferde- und Hundestaffeln mehr auf Demonstrationen einzusetzen. Genau, ich hoffe, dass der durchkommt. Und dann wünschen wir doch Imke viel Erfolg. Top!